Jo, moin moin Pyros und herzlich willkommen zum neuen Video auf meinem Kanal. Wie ihr seht, werden wir jetzt hier richtig schöne spanische Böller zünden und die zurecht. Wir sind jetzt nämlich hier auf Teneriffa und am Zündort angekommen. Und jetzt werden wir hier den Silberboom zünden und verschiedene andere Flinder, Super Extreme, Killers, das sind alles so eine Tuenos, Extreme Super Tueno, Super Gato, die sind richtig schön verarbeitete Böller. Hier Tueno Spezial. Sehen absolut grandios aus. So, dann geht's mal los. Gekauft habe ich mir auch noch hier so einen wunderschönen Brenner. Mal schauen, wie lange der hält. Aber es soll ja nur so eine kleine Böllertour werden. Von daher, gleich geht's auch wieder an den Strand. Und dann fangen wir mal an. Nehmen wir hier so einen Silberboom. So, jetzt habe ich in der Sonne. Dann geht's mal los. Ui, der war ja süß. Weiter geht's mit Tueno Spezial. Oh ja, der war schon deutlich besser. Schon ordentlich Saft. Hin zu dem Tueno Super Gatos. Safety first, mal ein Stück zurück. Ja, der war nicht so stark. So, Extreme Super Tueno. Den finde ich persönlich am schönsten von der Verarbeitung her. Und los. Da scheint nicht so viel drin zu sein. Ich schätze mal nur so 2 Gramm in etwa. Jetzt den Super Extreme. Das ist der größte, den man da kaufen kann. Schauen wir noch mal ein bisschen drauf. Alles CE geprüft. 5,3 Gramm NEC. Ja, da war ganz in Ordnung. So, Killers. Der sieht special aus. So. Und sind auch. Oh ja, ich glaube, das war der Beste aus der Reihe. In die Location geht es hier gleich rein. Wie auf dem Mars. Da freue ich mich jetzt schon drauf. Schaut euch das an. Das ist ultimativ hier. Die erste Böller-Location wäre gefunden. Alles ist schön ausgepackt. Und jetzt geht es hier gleich in die Zündung rein. Von diesen wunderschönen Böllern. So schaut es hier aus. Richtig karge Landschaft. Karger geht schon kaum mehr. Es wirkt fast wie auf dem Mars. Das ist wirklich unglaublich, was dieser Vulkan hier über die Zeit erschaffen hat. Gut, alles klärchen. Dann fangen wir mal an. Silberboom. Zwei Stück. Sehr schön. Geht's direkt weiter. Drei Stück. Saftig.
So, jetzt diesen schönen. Achtung, Zündschnur, schnell. Und weg. Das war schon eine andere Hausnummer. Direkt noch ein. Alter Schwede, die gehen gut ab. Boah, da werde ich direkt noch einen machen. Junge, Junge, Junge. Die fetzen. So, Trueno, Super Gatos. Auch direkt zwei. Auch nicht schlecht. Weiter geht's mit Killers. Welcher Trueno ist das nochmal? Trueno Detonate Killers F3. Auch direkt in doppelter Zündung. Kommen die jedenfalls schon richtig gut rüber. Dann der Extreme. Schauen wir mal, Trueno B. Ja. Aber auch direkt doppelt. Ja, der war nicht ganz so stark. Und super extrem. Die Riesenblender. Auch direkt doppelt. Ja, die haben schön grünen Vorbrenner. So. Jetzt haben wir von jedem noch zwei Stück übrig, beziehungsweise die Silberboom. Haben wir noch vier. Und von denen noch ein. Und dann schauen wir gleich nochmal nach einer anderen Location. Ein paar Meter die Location gewechselt. Mal schauen, wie das hier so schallt. Das sieht göttlich aus. Das hat beinahe was von Hollywood, oder? Schreibt es mal in die Kommentare, wie ihr das findet. Da oben, das schaut schon mal aus wie ein Gesicht. Okay, dann mal los. Silberboom. Ja, macht schon gut Lärm. Trueno Speciale. Tipo. Achtung, Zündschnur sehr schnell. Er dürfte gut drauf. Oh ja. Er macht Spaß. Trueno Killers. Auch schöner Böller. Extreme Trueno. Ja, ging. Trueno, Super Gatos. Richtig sichere Zündschnüre, richtig gute Böller. Der war echt gut. Und der Super Extreme, Riesenblender. Aber leider auch nur geringe Satzlänge. Aber besser als nichts, Böllern auf den Kanaren. Teneriffa. Ordentlich. Und weiter geht's. Killers und Trueno. Gigantos.
nächste richtig schöne Location gefunden. Und dann geht's mal los. Und weiter geht's. Und das Flugzeug wird direkt mitgezündet. Der Irre. Die haben schon Power.